Attacken vom Wochenende. Der Familienvater wurde von Jugendlichen aus der Nachbarschaft verprügelt. Einen blauen Fleck an der linken Seite und der Schlüssel traf mich noch am Handgelenk und am Ohr. Irgendein Gürtel, ich kann es nicht mehr genau sagen. Im Hintergrund stand noch einer mit einem Messer. Angefangen hatte alles ganz harmlos. Der 7-jährige Sohn Dennis spielt mit dem gleichalten Nachbarsjungen Tom auf der Straße Fußball. Einige 15- bis 18-Jährige wollen die Kleinen ärgern, nehmen ihnen den Ball weg, pöbeln und schubsen. Verängstigt rufen die beiden Kinder um Hilfe. Zuerst hört das Toms Vater, Thomas Friburg. Er will die Situation beruhigen. Doch dadurch werden die jugendlichen Täter erst recht aggressiv. Ich kam dann auf den zu und habe gesagt, gebt den Jungs doch den Ball wieder, was soll denn der Mist und so. Dann haben die auch den Ball wiedergegeben. Und danach dann halt, ne? Aber was willst du denn, du scheiß Deutscher und sowas alles, haben die dann gesagt. Und damit nicht genug. Die Bande verfolgt den 29-Jährigen bis auf seinen Hof. Der Nachbar will helfen, doch davon lassen sich die Jugendlichen nicht abhalten. Sie beleidigen und provozieren. Schließlich springt einer über den Zaun und prügelt los. Man versucht sich selber zu schützen und sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und mehr kann man in dem Moment nicht machen. Wenn die in Überzahl sind, haben sie einfach gar keine Möglichkeit zu reagieren. Die meiste Angst hatte ich um meine Familie. Kinder, Frau und, weil die hatten ja keine Skrupel davor, vor den Kindern hier so Randale zu machen, ne? Das war sehr schlimm. Mit Gürteln und Plastikstühlen gehen die entfesselten Jugendlichen auf die Männer los. Erst als die Polizei anrückt, verschwinden die Angreifer. Heute meldet die Polizei einen ersten Erfolg. 3 der 10 jugendlichen Randalierer wurden geschnappt. Ja, gestern Abend hat eine der Geschädigten uns angerufen und hat wohl 3 der jungen Burschen gesehen, wie sie in die Straßenbahn stiegen. Und bevor sie wieder aussteigen konnten, waren wir da. Das sind junge Leute aus der Nachbarschaft mit Migrationshintergrund, so 16 Jahre alt. Und da die alle von da kommen, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir relativ schnell auch den Rest der Bande zusammen haben. Doch das beruhigt die jungen Familien nicht. Was bisher gar kein Problem war, scheint jetzt nicht mehr möglich, die Kinder allein auf den nur wenige Schritte entfernten Spielplatz zu lassen. Ja, wir spielen mit den Kindern. Wir können die ja nicht mehr unbeobachtet hier im Park spielen lassen, weil wir Angst um unsere Kinder haben müssen. Ne? Ist das tatsächlich so schlimm? Ja, ist ja nicht nur der eine Vorfall. Die Kinder kommen ständig klingeln, dass irgendwas hier im Park ist mit irgendwelchen Jugendlichen. Vor kurzem haben sie denen die Kinder, die Fahrräder abgenommen. Beide Familien wollen jetzt so schnell wie möglich wegziehen aus Marxloh, bevor noch etwas schlimmer ist. 70% der Asylbewerber straffällig. Stadt Reichersberg hält dennoch an Asylantenheimplan fest. Wien, Reichersberg. In Österreich leben seit Anfang diesen Jahres insgesamt 12.340 Asylanten landesweit. Die Folgen der Grundversorgungsvereinbarung kostete dem österreichischen Steuerzahler im Jahre 2011 satte 70 Millionen Euro, wie die Zeitung Krone offenlegt. Entsprechend der Jahresstatistik des Asylbewerberkatalogs kamen davon rund 8.000 Einwanderer mit dem Gesetz in Konflikt. Ihnen werden dabei in den meisten Fällen Strafdelikte wie Handlung um Leib und Leben, Diebstahl sowie Einbruch vorgeworfen. In mindestens 615 Fällen soll es um Nötigung, Drogenhandel, Menschenhandel und Freiheitsentzug gehen. Demungeachtet beharrt die Stadt Reichersberg im Oberösterreich, die in einem leerstehenden Gebäude inmitten einer Wohnsiedlung ein Asylbewerberheim einrichten will, weiterhin darauf, ihr Vorhaben unbekümmert jeglicher Bürgerproteste in die Tat umzusetzen. Lediglich die rechte FPÖ steht dem Projekt kritisch gegenüber und sieht das Hintergehen der Reichersberger als unverschämt an. Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Nerath wirft Landeshauptmannstellvertreter Akal vor, ihm seien die Sorgen und Befürchtungen der Gemeinde egal und Demokratie finde für Akal nur bei Bedarf statt. Anfang April sollen die ersten der rund 25 Asylanten nach Reichersberg kommen. Die Caritas-Flüchtlingshilfe möchte die ganze Woche lang Personal ins Haus schicken, die sich, wie es heißt, um die Anliegen der Asylanten kümmern sollen. Abends und am Wochenende soll es sogar eine Art Notdienst geben, der bei Problemen ausrückt. Saft mit 15% Zucker, beschwert sich der syrische Asylbewerber über den Inhalt der Essenspakete. Damit ist jetzt Schluss. Immer wieder hatten Landauf und Landab Asylbewerber ihren Unmut über Inhalt und Frische der Lebensmittelpakete mitgeteilt. Als erster Regierungsbezirk soll in Niederbayern ab Januar stattdessen Bargeld ausgezahlt werden. Für uns war der entscheidende Grund, dass wir uns den personellen Aufwand nicht mehr leisten
konnten, diese Essenspakete zusammenzustellen. Das sind ja individuelle Pakete. Das heißt, für jeden Asylbewerber genau nach dem, was er auf den Listen angekreuzt hat. Das kostet mir in Niederbayern 10 ganze Arbeitskräfte und die kann ich sinnvoller einsetzen. Momentan stimmt die Regierung die genaue Umsetzung noch mit den jeweiligen Sozialämtern der Landkreise und kreisfreien Städte ab. Rund 140 Euro bekommen die Asylbewerber mit Beginn des neuen Jahres dann jeden Monat für die Verpflegung. Dann sollen sie die Lebensmittel kaufen, die sie wollen. Das Hauptargument der Asylbewerber war bisher immer gleich. Die Essenspakete seien nicht auf die jeweilige kulturelle Ernährung abgestimmt. Für uns waren nicht irgendwelche Beschwerden ausschlaggebend. Wir wissen natürlich, dass manche Asylbewerber, vor allem aber manche Unterstützungsorganisationen, sich immer über die Essenspakete beschwert haben. Diese Beschwerden waren nicht berechtigt. Aber wenn das gewünscht wird und es auch unserem Interesse entspricht, ich habe es ja gesagt, dann machen wir das, dann stellen wir um. Ob es wirklich für die Asylbewerber jetzt einfacher ist, ihre Lebensmittel, die sie haben wollen, die Gewürze, die sie haben wollen, zu finden, das muss man schauen. Aber wir haben jedenfalls das getan, was Flüchtlingshilfsorganisationen seit Jahren wünschen. Die Kritik an den Essenspaketen weist der Regierungspräsident dennoch weiter zurück. Ja, also wir haben diese Essenspakete wirklich sehr sorgfältig zusammengestellt. Das sind renommierte Firmen gewesen, die Lebensmittel geliefert haben. Wir haben die immer überprüft, wir sind auch jeder Beschwerde nachgegangen. Natürlich kann das im Einzelfall mal passiert sein, dass mal nicht das geliefert worden ist, was er angekreuzt hat. Aber das waren Ausnahmefälle. Prinzipiell war das eine absolut zulässige, menschenwürdige und vernünftige Art der Verpflegung. Aber wie gesagt, wir können es uns personell nicht mehr leisten bei den hohen Zahlen von Asylbewerbern. Und nachdem die meisten Asylbewerber, wenn auch nicht alle, lieber Barleistungen wünschen, dann machen wir es halt jetzt mit Barleistungen. Freiheit und Verantwortung der Verpflegung liegen damit ab Januar zumindest bei den Asylbewerbern, die in Niederbayern untergebracht sind. 140 Euro im Monat für eine angemessene Verpflegung. Und dann landen Lebensmittel hoffentlich nicht mehr im Abfall, weil der Zuckergehalt zu hoch ist.